Damit haben wir jetzt natürlich ziemlich fett Minus gemacht, weil ich gerade nicht darauf geachtet habe, dass es meine Finanzen nicht so mögen. Alles ist, eine Bank habe ich noch keine gebaut, ne? Nö, habe ich vergessen. Ah, hoppla. Man kann ja nicht an alles denken. Tut mir leid. Ja, aber ein bisschen leichtsinnig, das schon mal alles in Auftrag zu geben. Wir waren aber auch schon mal höher verschuldet. Und bei unserem Income haben wir das halt einfach mal easy living in 3 Zügen und wieder drin. So. Dafür haben wir dann jetzt hier bald die Megaproduktion. Dem fehlt mächtig viel Holz. Dann wollen wir die gerade mal unterstützen und schicken denen mal eine Holzladung rüber. Ist ja wichtig, hier geht es immerhin um unser Steuerparadies. Diese Wiese. Müssen wir da mal. Sabdara, Sabdiden, Subway, Sub, irgendwas, Sub, Sabbel halten, einfach mal die Sabbel halten. Hoppla, jetzt habe ich ins Mikrofon geschnufft. Besser ein Mikroschnuff als ein Hodenschnuff. Oder ein Hoden-Mikroschnuff. Ich kann natürlich meinen Hoden auch mal an das Mikro halten. Ne, jetzt, Entschuldigung, wo waren wir stehen geblieben? Was wollte ich ursprünglich eigentlich machen? Na, da kommt schon meine Warenlieferung. Der erste Schub ist schon durch. Ja, Metallteil nicht auf Lager, ist mir klar. Arbeitsbereich, dann ist Riverside, ja, das ist ein Problem. Da kümmere ich mich auch gleich drum. Zack, vielen Dank. Du kannst gehen. Du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier. Du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier. Du kannst gehen. Du kannst gehen. Er sagte, du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier. So. Kannst sagen. Wird jetzt hier rumgeheult oder was? Da hat natürlich mittlerweile hier alles gnadenlos weggebimst. Ich stell den mal auf hier ein. 1, 2 Bäume des Försters dürfen hier gewachsen sein schon. Jawohl. So, hier wird jetzt das Holz transportiert. Alles andere ist ja bereits ready for takeoff. Wunderbar. Gut so. Von was habe ich denn jetzt eben wieder so ein Minus gemacht? Kann es sein, dass hier gerade der Händler da war und hat mir meine $500 Winnie vorbeigebracht? Das tut dann natürlich auch nochmal weh. Das ist mein Karren, der da fährt. So, die brauchen natürlich Metallteile ohne Ende. Ich habe jetzt gerade wieder nicht das Geld, mir Metallteile zu kaufen. Und wieder ein Händler. Die haben alles, ne? Ich habe noch 20 Metallteile. Ich schicke nochmal den Händler hier hoch. Die haben ja alle ihre Metallteile, die welche brauchen. Ich bin hier oben versorgt. Dann werde ich jetzt erstmal die 20 Metallteile, die wir da oben haben, runter nach Stone Valley bringen. Bevor ich wieder neue teuer kaufe. Das muss ja jetzt mal auch nicht sein. So, mein Steuerparadies hier geht vorwärts. Langfristig wäre halt hier ein Totengräber und ein Friedhof auch nice, damit die mir in Riverside nicht rumheulen, ne? Ah.
was man denen halt immer alles geben muss. So viel Dreck und Übel, so viel Stuss. Ist eigentlich der Abstand groß genug? Allerdings ist er das. Gut. Dann will ich auch erstmal das noch bauen. Bevor ich hier selber am Weg bin. Wenn ich mir jetzt hier den Totengräber hinstelle. Und einen Friedhof dazu. So, dann weiß ich nämlich, der braucht 2 Metallteile. Der braucht 2 und der braucht 2. Dann kann ich nämlich von den 20, die wir hier eingelagert haben, noch mal 6 abziehen. Really? Ich kann jetzt hier nicht auf 14 gehen. Dann muss ich jetzt warten, bis sie die hier alle eingesackt haben. Das holen uns ja schon, ne? Siehst du, zack, 14. Gut. So, dann bringen wir die da runter. Die haben jetzt ihre Metallteile gekriegt, ne? Der hat, ich kann sagen, liefert gerade ab. Jawohl, 2, 2, 2. Perfekt, und er hat seine 2 auch schon. Gut. Gut, gut. Unseren Revolver kann übers Wasser gehen. Alles klar. So, schön, schön. Oh, der ist ja schon am Stissel. Ganz hart. Sehr nice. Boah, das ist jetzt hier eine Produktion, ey. Hart. Ja, ich werde hier natürlich dann auch erst nochmal ganz viele Häuser mitbauen müssen, sonst habe ich natürlich auch nicht die Leute, die ich brauche, um das hier alles zu besetzen, aber Platz genug ist hier ja eigentlich noch. Who are you? Irgendein Revolverheld. Alles klar, vielen Dank. Wunderbar. Dann hat Stone Valley jetzt zumindest so ein paar Metallteile. Was bist du für ein Typ? Wieso gehst du jetzt bei mir in den Stall? Willst du mir jetzt ein Pferd klauen oder was? Ja, ist hier Selbstbedienung oder was? Ich glaub's hockt, Leute. Du hast mir doch jetzt ernsthaft ein Pferd geklaut, du. Wo will ich jetzt damit hin? Irgendwann. Weiß man nicht. So, yep, und wir haben wieder Plus. Knilch, klaut er mir ein Pferd. Was ist Typ? So, so, so. So, so, so. Hihi, haha, hoho. Das ist jetzt also schon mal ganz nice. Was hast du jetzt für Schmerzen? Du hast schon wieder alles weggeholzt. Du kannst da hinten weiterholzen. Okay. So, Holz will never go out. In Stone Valley gibt es zu wenig Hilfsarbeiter, das ist mir klar. Deswegen dauert hier momentan auch alles ein bisschen länger. Ist aber überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Damit Kohlemine.
Häuser werde ich hier auch noch bauen. Das mache ich aber heute alles nicht mehr. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich lasse die jetzt erstmal hier so ein bisschen vor sich hinschaffen. Hier, die Fischerhütte wird Wieso hat er denn ständig Stress, der Jäger? Was ist denn los mit dir? Bewaffnet bist du da? Es ist doch noch Viehzeug da. Heul doch mal nicht, Junge. Hier passiert auch ein bisschen was. Gott. Ich habe die Steinmine schon in Auftrag gegeben. Die würden jetzt sogar Stein kaufen. So, der hat hier schon alles abgegrast. Nice. Du machst mir... Jetzt vielleicht nicht unbedingt den Stein aus dem Indianerland abgrasen. Das muss jetzt nicht sein. Er ist jetzt ein Weideweg, aber... Lass jetzt mal das Zeug da hinten holen. Hauptsache, du hast was zu tun. So. Gut, die Häuser hier sind alle fertig gebaut und besetzt, jawohl. Sind noch dabei, besetzt zu werden. Ja, das ist noch leer. Das ist auch noch fast leer. 720er Income. Trotz der vielen Gebäude, die ich jetzt hier... Wo es kann sein... Ja gut, die sind noch im Bau, die kosten noch nichts. Das kostet jetzt was. Goldmine. Aber gut, das macht nichts. Unser Income ist relativ hoch. Auch hier könnten wir nochmal eine Reihe Häuser hinzufügen, theoretisch. Das können wir allenfalls jetzt noch machen. Das können wir gerne noch in Auftrag. Ja, wobei, hier wollte ich nicht wegen der Steinmine. Allerdings müsste ich hier mein Gebiet erst erweitern, um an diese Steinmine ranzukommen. Was einfach 25.000 kostete. Aber gut. Spricht ja nichts dagegen. Die haben wir zwar im Moment nicht, aber die werden wir bald wieder haben. Die hätte ich doch auch schon erweitert gehabt, oder? Die hier nicht auch schon erweitert gehabt? Sieht so winzig aus. Krass, irgendwie ist Stone Valley jetzt schon größer als... Riverside. Ist ja verrückt. Ja, aber Riverside muss ich im Moment nicht ausweiten. Das kostet 10.000. Das ist auch 10.000. Stone Valley ist einfach größer, warum auch immer. Na gut. Schickes Gebiet. So. Ja. Die Goldmine ist am Schaffen, das ist alles gut, das ist wunderbar. Ich würde es mal jetzt soweit dabei belassen, an dem Punkt, wo wir jetzt sind. War jetzt mal nice, war jetzt vor allem die erste Aufnahme nach 2 Wochen. Ich habe 2 Wochen lang hier kein Deep Rave mehr aufgenommen, weil ich halt noch genug Vorrat hatte und weil ja mein bisheriges Aufnahmeprogramm fürchterlich rumzickte und OBS ist einfach... Ich weiß nicht, ich hätte es schon vor Jahren hätte ich es ausprobieren sollen. Also OBS ist so angenehm und kompliziert und macht einen so guten, störungsfreien Job im Moment. Das ist der Hammer. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Mal gucken, wann ich es mir anders überlegen muss. Ich hoffe nicht. Ja, auf jeden Fall schon eine lange Pause gehabt. Oh. 44 und 36, 80 Leute wohnen hier. Hier wohnen 54, macht schon 134, bloß 1145 Einwohner haben wir schon. Das ist ja nice. Das sind schon ein großes Völkchen hier. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Dann werden wir mal hier unten unser Minenparadies ausbauen. Über Steuerparadies Riverside noch ein bisschen vorwärts kriegen. Ich weiß es nicht. Wir schauen. Wir sehen es beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Doch. Guten Tag. Danke fürs Zuschauen und wie gesagt, bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.